Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Haus Flipper und zu unserem fertigen weißen Wohnzimmer. Wir nähern uns mit großen Schritten den Hausverkauf. Ich hoffe, wir werden richtig viel Asche machen mit dem Ding hier. Ich habe jetzt gerade überlegt, da das Weiß eigentlich echt cool aussieht, könnten wir doch theoretisch den kompletten Außenbereich auch einfach weiß streichen, oder? Ist doch eigentlich nicht das Problem, oder? Können wir denn da streichen? Ja, ne? Sollte jetzt kein Problem sein, wenn wir das hier weiß machen. Ja, kann man eigentlich machen, ne? Weißes Haus von außen, warum nicht? Und es sieht auf jeden Fall schöner aus als dieses komische verbrannte Holz hier. So, dann machen wir mal gleich mit weiter. Ich wollte nur kurz mal hier so anstreichen. Was ist damit? Das können wir auch streichen, okay. Kurz gucken. Ach ja. Das sieht doch ordentlich aus. Können wir das denn auch streichen da oben? Diese Holzvertäfelung. Nee, ne? Können wir nicht, ne? Okay, Freunde. Wir machen aber erstmal hier drinnen weiter. Wir kaufen uns jetzt erstmal eine Eingangstür. Ich würde sagen, eine dunkle. Das macht sich, glaube ich, am besten hier bei dem. So, das sieht doch ordentlich aus. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen den Pott hier noch draußen. Stellen wir mal auf Wiese. Und die können wir wegmachen. So, dann brauchen wir hier, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Sofa, ein Fernseher und... Wie machen wir das in dem Miniraum hier? Mal gucken. Sofas. Was nehmen wir denn Schönes? Schwarze Streifen, weiß. Mal gucken, wie groß das ist. Ah, schon groß. Und zwei Sitzer wäre schon besser, ne? Himmelblau, weiß, grau. Oh, hier haben wir vergessen zu streichen. Und am Fenster. Verdammte Tat. So, schon besser. Ja, wo machen wir den Fernsehen hin? Haben wir denn irgendwie so ein kleines... Tischchen, Fernsehtischchen. Schuhregal. TV Anna. Ah, die sind zu riesig. Das muss irgendwas Kleines sein. Oder wir können mal gucken. TV und HiFi. HD-Monitor. Kaffeemaschine. Oh, Ventilator. Ventilator ist immer gut. Den kann man gebrauchen. Wenn es mal warm ist. Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwo einen Hängefernseher hinmachen müssen. Aber wo? Der passt ja nirgendwo hin hier in die Bude. Das ist wirklich die einzigste Stelle hier. Komm, mal. Dann sitzt man halt hier und guckt so auf den Fernseher. Ist dann halt so. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir noch einen Tisch. Einen Tisch, Tisch Slim. In Schwarz. Ist eigentlich nicht verkehrt. Jetzt können wir auch dunkle Möbel nehmen. So, dann machen wir hier einen Stuhl hin. Ein Stuhl. Ja, nehmen wir doch einfach einen Schreibtischstuhl, oder? Ja.
So, dann können wir hier einen Monitor draufstellen. Eine Tastatur. Eine Maus. Und ein Computer. Und unser Budget sinkt, Freunde, es sinkt. So, ein paar Pflanzen. So. Machen wir hier noch eine hin. So. Dann brauchen wir noch ein Schränkchen. Da muss noch irgendwas hin. Da fehlt noch was. So ein Regal. Bücherregal. Weißer, einfacher Schrank. Ja, warum nicht, ne? Einen weißen, einfachen Schrank, wo wir eine Mikrowelle draufstellen. Weil in der Küche kein Platz mehr war. Kommt hier die Mikrowelle und die Kaffeemaschine hin. So. Dann machen wir noch ein Bild. Frühlingswar. Oh, das ist aber groß. Ein Bild. Blaue Liane. Ah, oh, die sind so. Warum sind die denn so riesig? Bildstadt. Auch so riesig. Bild Frühling. Oh, das ist gut. So. Dann würde ich sagen, ist doch unsere Bude von innen fertig, oder? Schlafzimmer passt. Küche passt. Bad passt. Das Einzige, was wir noch machen, ist eine neue Außentür. So. Alles andere wäre kacke gewesen. So, jetzt müssen wir nur noch einmal außen drumherum streichen und dann haben wir es. Weil das können wir so nicht lassen. Das sieht ja verboten aus. Aber dann verkaufen wir das Ding und werden die dicke Knete absahnen. Können wir hier eigentlich die Büsche schnibbeln? Nö, ne? Ich bezweifle es. Wie, schon leer? Wow. Gut, wir werden eh noch so zwei Pötte oder so Farbe brauchen, denke ich. Weiß. Wir kaufen direkt mal zwei. So. Die Sonne geht auch wieder auf. Wunderbar. Können wir eigentlich mal was verbessern? Malen. 77 Wände muss ich noch streichen. Okay. Dann machen wir das. So, einmal den Pott mitgenommen. Ihr könnt ja mal schätzen, was wir so an Geld bekommen würden für die Hütte hier. Also wir haben bezahlt 28.000, ein paar zerquetschte, glaube ich. Haben jetzt noch mal reingesteckt. Wir haben jetzt noch 1.700. Wir hatten, glaube ich, 9.000, oder? Wir haben noch mal so 7.000 bis 8.000 reingesteckt. Sprich, wir haben Kosten gehabt von 35.000, 36.000, so circa. Mal gucken, für wie viel wir das Ding verkaufen können. Wäre natürlich schön, 35.000, wenn wir es so für 40, 45 wäre schön. Oder? 45 wäre schon was Cooles.
Pott leer. Wir kaufen noch einen, weil wir brauchen eh noch einen. Ich hoffe 45, dann bin ich zufrieden. Ja, mit 45, da gehen wir auf den Deal ein und dann sagen wir, jo, hier, nimm die Hütte. Dann haben wir gute 10.000 Euro Gewinn gemacht. Da können wir locker wieder in eine neue Bude investieren. So, wir haben fertig gemalt und wir machen jetzt 20% weniger Verbrauch. Das heißt, wir können mit einem Farbschwenker mehrere Wände streichen wie vorher. So, vielleicht hätte die Puttfarbe doch nicht sein müssen, aber egal. Eine andere hier hinten. So, Freunde, wir haben es geschafft. Die Hütte ist fertig. Sie ist fertig. So, kurz die Eimer wegmachen. So, jetzt sagst du aber mal nix, hä? Ich meine, das im Vergleich zu vorher ist das schon ein himmelweiter Unterschied, ja? Alleine von außen, das ist genial. Einfach weiß streichen, sehen die Hütten Bombe aus. So, innen drin ein kleines süßes Wohnzimmer mit einem Fernseher, Schlafzimmer. Dann haben wir hier die Küche, Waschmaschine, Spülbecken. Kühlschrank, was zum Essen kochen. Dusche. Klo, alles da, was man braucht. Alles da, was man braucht. Nichts vergessen, überall hängen Lampen. Wunderprächtig. Freunde, wir sind fertig mit unserer Bude. Wir werden dieses Häuschen jetzt verkaufen und werden schauen, wie viel Geld wir dafür bekommen werden. Und tschüss, Haus. So, Haus gekauft für 28.370,14 €. Das Grundstück und das Haus hat eine Fläche von 944 Quadratmetern. Das Haus verfügt über 36,9 Quadratmeter. Das Haus verfügt über 4 Zimmer. Die Höhe des aktuellen Budgets ist 1.752. Die Arbeitszeit in diesem Haus betrug 1 Stunde, 6 Minuten, 27 Sekunden. Wir werden die Auktion starten. Und jetzt guckt euch mal oben das Bild an. Vorher und nachher. Genial. Sehr, sehr schön. So, Giorgio Chanua bietet uns 42.000. Das ist schon mal nah an den 45, die wir wollten. Gregor Tabaka bietet 43.000. Ich möchte die Wohnung an zwei Personen vermieten. Deswegen ist es schön, dass sie Platz zum Schlafen haben. Wunderbar. So, mir gefällt, dass hier nur ein Schlafplatz gibt. Genau, ein Schlafzimmer. Okay. Ein Schlafzimmer, für mich reicht das aus. Chicks mögen teure Geräte in der Wohnung. Genau, ein Schlafzimmer ideal. Ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Super. Nur ein Schlafzimmer, klassische Möbel. Hast du vergessen, dass ich sie hasse? Ja, Veronika Ley bietet 46.890,59 €. Damit hätten wir summa summarum 13.000 Euro, fast 14.000 Gewinn gemacht. Wenn wir dieses Angebot annehmen, haben wir diesen Gewinn. Wir können allerdings mit der Veronika noch ein bisschen verhandeln, ja? Und das werden wir tun. Wir können bis zu 11.000 Euro mehr fordern. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das annimmt, sehr gering. Deswegen fordern wir mal ein bisschen mehr wie 6.000, damit wir auf 20.000 Gewinn gekommen. So, das Angebot, kannst du das Haus verkaufen, wenn du noch 6.400 drauflegst. Okay, mein Verlust. Freunde, wir haben 20.412,56 € Gewinn gemacht mit dem Haus. 20.000 Euro. Sehr cool. Sehr cool. Wir werden das Angebot annehmen und das Haus verkaufen. Und ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Wir haben auf jeden Fall irgendwas gekriegt. Und wie sieht es aus nach deiner ersten Auktion? Wenn du vor der nächsten noch ein paar Infos über die Käufer haben möchtest, dann habe ich sie dir in deinem Tablet notiert. Sehr schön. Wir können jetzt von den Leuten, die gerade mitgeboten hat, die Sachen angucken, was sie so mögen, was sie nicht so mögen. Wer hat noch mitgeboten? Der hat mitgeboten. Ihm fehlt es an Privatraum. Kein Fernseher im Schlafzimmer, ein Minuspunkt. Ja, so, das wären so Sachen gewesen, die die Leute noch gefeiert hätten. Das finden wir jetzt alles hier über die raus. Er will ein eigenes Arbeitszimmer. Und ja, unser Budget liegt bei 55.000 Euro. Und damit, Freunde, können wir uns recht coole Buden kaufen. Und für die nächsten Folgen dann ein neues Projekt in Angriff nehmen. Haus nach einer Überschwemmung zum Beispiel. Oder Haus eines Genießers. Naja, ob der so genossen hat, das weiß ich aber auch nicht. Aber immerhin 78 Quadratmeter. Das ist schon mal mehr wie das Doppelte, was wir vorher hatten. Also durchaus ein großes Häuschen. Wir werden sehen, Freunde. In der nächsten Folge geht es weiter mit House Flippers. Ich freue mich. Wir sehen uns. Macht's gut, haut rein und tschüss.